Einsatzbesprechung. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Das habe ich befürchtet. Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Das habe ich befürchtet. Dass der was kommt auf, Judy? Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Oh, ich sehe schon. Alden kennt mich wohl noch. Mhm. Bleib besser weg von mir, Ryan. Alden verzeiht dir noch viel weniger als ich, verstanden? Gut. Und schon wieder mein Satz. Ja, sehr toll. Gefangen genommen worden. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Alden. Wo bist du? Okay. Es ist alles komplett verlassen! Da sind wir noch nicht gefangen. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Einen Unterschlupf suchen. Ich denke nur gerade die ganze Zeit dran, also er hat es hieß nach von der das, von, dass das CIA irgendwie sie freilässt, nachdem sie diese Mission gemacht hat. Und da ist der erste Punkt, den ich nicht glaube, wo ich sage, es ist, wir haben doch gesehen, was mit der Mutter in der Anstalt dort passiert ist. Wir erfrieren hier draußen.
Kannst du bitte ein Versteck? Ja, ja, ich guck ja schon. Gibt's bloß leider nicht wirklich was. Ja, und so, sobald, ich sag euch, sobald sie irgendwie. Wie wär's mit hier? Sobald Jody mit der Mission vorbei ist, sobald sie fertig ist, hat sie keinen Nutzen mehr für CIA und dann braucht die CIA sie nicht mehr. Und dann ist es vorbei. Da ist ein Haus. Ach, hier. Ich seh's. Dann los. Sobald sie keinen Nutzen mehr für die CIA hat, da wird man sich doch genauso einschläfern und genauso betäuben wie ihre Mutter und dann wird sie freilassen, kann auch andere Bedeutungen haben. Dann wird sie unschädlich gemacht, damit es nicht mehr. Also warum sollten die auch gehen lassen? Das ist doch einfach, dass die denen schädlich wird, das ist da. Sobald die damit fertig ist, wird sie unschädlich gemacht. Das ist, als ob die. Aber wir machen mal trotzdem mit bei der Mission. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben. Sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Das ist eine Bombe oder was? Alles aufgeweicht. Was zum Henker haben wir da gerade gemacht? Verdammt, das Zeug ist zu nass. Es muss was anfangen. Zerfrieren wir heute Nacht. Das ist eine sehr gute Thermoskanne. Ist in dem Eis. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Selbstverständlich. Hey. Vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Großanweise. Das hatte ich eine blöde Idee. Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. Das ist eine dumme Idee. Okay, was treiben wir jetzt hier?
Kirche. Wieder rüber hier. Müssen die anderen warnen, bis die Panzer durchfahren. Falls sie es nicht mitbekommen haben. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben! Die haben ihre Forschungsbasis in dem im ewigen Eis im Schneegebiet irgendwo hoch auf den Bergen oder irgendwo im Schnee, in der Schneezone. Steckt macht Sinn, dass der Kenner so reinspaziert. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Okay. Dann spazieren wir hier mit Aiden mal rein. Okay. U-Boot, wie es ausschaut. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Unter Wasser. Du meinst, die Luft ist. Sie ist unter Wasser. Unter Wasser im Eis. Sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Nein. Ich will keinen mehr ausschalten. Eigentlich nicht. Eigentlich muss das nicht mehr sein. Die da drüben sind Leute. Wenn auch sowas schon auffliegen. Mit dem ersten Ausschalten wird der andere auffliegen. Sag ich doch, da ist noch einer. Eine Bewachungsstation. Tinkse! Das war nicht so klug. Einer ist noch da hinten. Den kommen wir aber nicht ran. Müssen wir vielleicht mal die Überwachungskameras ausstellen. Das haben wir vielleicht schon jetzt zu spät gemacht. Was soll daraus werden? Wie wär's mit einer Warnung? So,
Was machen wir jetzt? Holy shit. Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ich hätte das ja noch gespürt. Also mit einem da drin war. Ob's rein hier und... Wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Davon. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Hörst du einen besseren? Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Ich gehe davon aus, dass diese Mission sowieso nie darauf ausgerichtet war, dass wir zurückkommen. Das war... Das ist ein typisches Himmelfahrtskommando. Wir wollen ja auch nicht, dass Jody zurückkommt. Ich meine, die müssen sie sowieso danach entsorgen. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Die wollen uns ja gar nicht lebend. Ja, das war mir völlig klar. Umso mehr müssen wir überleben. Tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Oha. U-Boot-Simulator. Da steuere ich jetzt selbst das U-Boot. Oha. Links, links, links. Oder die weit gehen. Man muss die Suche selbst tauchen. Ich glaube da lang. So machen wir hoch, so machen wir runter, so machen wir links. Ja. Stürmen muss. Einigermaßen klar. Nach oben ziehen. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Ihnen geht's noch relativ gut, wie der aussieht. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten.
Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Mister, was geht Sie das an? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Zur Hölle fahren. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Ach, pfui. Unappetitlich. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Wo ist ein Ort? Kann er hier nichts machen? Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Oh, wie schade. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Schema hat sie irgendwie geklappt. Nein. Wir werden dazu verwirrt. Aber ich überlege mir was. Na toll, wie soll das denn jetzt klappen? Die ganze Basis voller Leute. Und wir sehen doch nicht aus wie einer von ihnen. Das kann ja nur schief gehen. Da ist ein Soldat, mit dem wir nichts tun können. Komm mit. Was? Aber... Sei still und folg mir. Wie soll das denn funktionieren? Gott, das geht. Jetzt zum Kondensator, bevor Sie merken, dass was nicht stimmt. Wo ist der Kondensator gelangt? Status da vorne, glaube ich, oder? Das ist gepackt zu. Möchte bitte durch. Durch die erste Tür sind wir schon durch. Der Weg sein. Schnell, Aiden. Wir müssen weiter, sofort. Durch die rote, die gelbe oder die grüne? Was denn? Die rote? Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was faul. Das macht man. Jody! Jody, was ist da los?
erledigen. Bevor er uns erledigt. Mein Verdammt! Da Damen liegt ein! Women ja, wenn Damen! Nein, kommt hier nicht durch. Warum zwei klar? Finde einen anderen Weg. Vielleicht auch nehmen sollen. Die Wege hier. Das wäre ein alternativer Weg gegangen gewesen. Wenn wir mit dem Augenscan wären wir hier durchgekommen. Komme ich hier raus oder? Oder nicht? Stolperieren ein bisschen umher, was gar nicht auffällt. Du bist hier gar nicht mehr. Du bist 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 nicht mehr. Nicht viel Zeit. Aiden, ich brauch dich. Bin unterwegs. Das, was wird. Hä? Was ist denn hier verkehrt? Okay, kann ich vielleicht darüber rein mit ihm? Schlafkugel. Essen. Ist alles sehr schön, aber versuchen, einen Weg hinzufinden. Ich kann mal durch die Wand durchbrechen. Hier bestimmt nicht. Kein Plan. Ich meine, das können wir auch mit ihm dann nicht, aber er wird ja auch, soweit würde ich die Schleuse durchgehen, wird er ja auch aufhören. Den können wir ja auch nicht steuern. Es sei denn, wir kriegen irgendwie die Schleuse aus. Das wäre ein Weg. Und einen Weg, das Ding auszuschalten. Aiden. Ich habe bloß noch keinen Weg hier. Da komme ich nicht durch. Und der Strom kann ich irgendwie kurz schließen. Das läuft hier hin. Okay, wir holen uns erstmal eine Waffe.
sehr schön. Ganz schnell raus hier.